Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's Splinter Cell. Ich wollte schon fast sagen The Division, aber nein, spielen wir nicht. Wir sind bei der Mission stehen geblieben. Glasaufzeichnung mit Lasermikrofon abhören. Das machen wir. Tür öffnen. Wir sind jetzt endlich hier unten, wo wir nicht hätten vorhin sein dürfen. Da sind die zwei. War es wahrscheinlich nach oben oder so? Ist ein Aufzug? Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Was in Gottes Namen treibst du da, Fischer? Die Mission ist beendet. Was hab ich denn gemacht? Endet. Keine Ahnung, was ich schon wieder falsch gemacht habe. Ich liebe es. Cool, cool, cool. Rein da. Sollen wir nicht näher kommen? Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Was in Gottes Namen... Ja, ich verstehe gerade nicht, was ihr von mir wollt. Mit dem Lasermikrofon muss ich doch näher ran, oder nicht? Boah, da sind sie jetzt drinne. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Ach so. Ihr Wilden! Habt ihr das etwa mit Zangen rausgerissen? Wir hatten Probleme mit Blausteins Chip. Wie du siehst, kleben immer noch Muskelfasern dran. Ganz schön eklig. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolaj auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolajs Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktiviere den Computer. Der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören. Wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom. Dann speichern wir schnell. Der Alarm braucht mich nicht mehr zu stören. Super. Komm her, Meisterprobe. Oh, weg mit dir. Was nehmen wir mit? Ästig. Wenn der Alarm mich nicht mehr zu interessieren braucht, dann gehe ich da voll rein da. Ein bisschen mehr Munition, aber sonst? Ja, ich weiß, ich habe eine neue Datei. Ziel, infiltrieren Sie den Nordflügel des georgischen Verteidigungsministeriums, hacken Sie Nikolajs Computer, Nikolenzes Computer, in seinem Büro. Okay, Notizen, die Beweise gegen Gringo befinden sich auf seinem Computer, also müssen wir den hacken. Nur Offizielle können mit Renitas, Offiziere, so jetzt, oh Gott. So, Körper, komm her mit dir. Dich haben wir auch nur her. Gute Nacht. Und du auch. Also, zwei von euch stehen morgen nochmal auf. Der dritte, ja, da stehst du so blöd rum. Selber schuld. Was ist das? So, der Alarm braucht mich nicht mehr zu jucken. Infiltrieren, das heißt, wir müssen hier voll... rein da. Tür abgeschlossen.
geknackt werden. Oh, okay. Zack, offen. Tür öffnen. Ein Meth-Kit. Nehmen wir doch einfach gleich mal. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Schalter mehr Strom anscheinend, oder nicht? Blöd. Also ist das Licht in der Mitte. Ja. Das heißt, hat mir eigentlich hier nichts gebracht, wirklich. Das wird's, also wenn das jetzt geht, ist es interessant. Tatsächlich. Das! Ha! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist sehr gut zu wissen. Warum gab es sowas nicht im Trainingscamp? Aran, Heidewitzka, rein da. Rechts, links, alles frei. Zack. Und Ladevorgang. Das heißt, es wird gespeichert. Oder es kommt zum Speichern. Ja, eigentlich, wie gesagt, sau interessantes Game. Die Mechaniken sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber manchmal teilweise echt ein bisschen blöd. Ist, ist der allererste Teil. Ich erwarte nicht viel. Hat auf jeden Fall die neue Genre Stealth-Shooter, beziehungsweise Stealth an sich, revolutioniert. Und dementsprechend kamen ja auch mehrere Teile raus, wie ihr seht. Wir haben ein neues Ziel. Ah, haben wir schon infiltriert. Ja, okay. Nicht neues Ziel, wir haben es geschafft. So, die Waffe, warte, ich frage mich, wann wir die bekommen. Wird auf jeden Fall ein fester Bestandteil sein. Wow! Verissa, kommen Sie her! Bam! Bam! Wir haben Sie am Finger! Bam! Halt die Guschen! Ah. Mal geht die Scheiße aus, mal, was ist denn hier los? Hier kommen die Leute aus sowas von. Kann ich mal den Kalaschnikow mitnehmen? Ach, die scheiß Tür zu. Ach, die Scheiße auf! So, du kommst dahin, wo du hingehörst. In den Müll! Offen bleiben, Tür. Scheiße, die Kalaschnikow nicht nehmen kann. Würde ich gerne mitnehmen. Sicher ist sicher. Ich kann mir jetzt eine Meth-Kit... Ah, doch, noch nicht. Falls ich noch einen Kampf abbekomme, dann nehme ich den nochmal mit. So, also dann setze ich es ein. Aufzug, das ist ein Aufzug, okay. Aber der hatte Strom. Sicher ist sicher. Geht wieder nicht. Was war da jetzt? Ich hab jetzt nicht richtig geschaut. Nach oben auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall zu sehen. Das war knapp, wir sind fast voll reingelaufen. Du
Pistole ist wirklich gut, keine Frage. Ich mag sie. Ah, ich bin voll. Okay. Irgendwas aufgehen hören? Oh. Ah, brauche ich den Code. Ah. Das war jetzt sehr, sehr ungünstig. Ah, verdammt. So, und die Soldaten, die leben wieder. Habt es erst viel zu spät gerafft. Dann machen wir jetzt hier weiter. Hopp. Was haben wir? Soldat geht aber hier entlang. Ach komm, scheiße, das ist doch... Ist doch blöd, ist doch blöd. Der ist vorhin noch aus der anderen Tür oder so gekommen. Irgendwas davor war auf jeden Fall. Ach, Mano! Manchmal das Game, ich sag's dir. Ich knipse das jetzt aus und speichere das nochmal. Hallo. Ach komm, ganz. Es ist. Bullshit! So, da sind wir wieder. Er hat gerade den Code geöffnet, habe ich gehört. Und den müssen wir verhören. Auf jeden Fall. Feind wird angegriffen. Wir machen das bisschen anders. Ich schau mal, dass ich das hinkriege. Ich habe eine Idee. Ich habe jetzt ein bisschen was rumprobiert. Schauen wir mal, dass das jetzt soweit so gut klappt. Wir nehmen hier diesen Schnellöffnungsteil. Warten, bis der vorbei ist und folgen dann quasi einfach nur. Das fällt mir jetzt nicht ein, weil man kann ihn nicht ausquetschen, man kriegt bei ihm nichts raus. Sehr viele Wachen. So. Was anderes kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Perfekt. Heißt nix. Ah, hier muss ich wahrscheinlich rein. Oder auch nicht. Ah, doch, da ist er. Genau. Schalter bleibt schön aus. Wir wechseln auf die Pistole. Nehmen das Medikit. Da können wir jetzt hinauf, richtig? Richtig. Was es bringt? Keine Ahnung. Dach. Okay, wir kommen aufs Dach. Kommen wir schon mal weiter auf jeden Fall. Können uns nirgendwo abseilen, können nirgendwo runter. Doch, hier können wir uns abseilen wahrscheinlich. Ja. Sicher ist sicher. Klingt blöd, aber besser ist es.
Feind wird angegriffen. Was anderes blieb mir halt nicht übrig, ne? Was empfangt ihr? Schlechte Nachricht. Befehl. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolases Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Gringo! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolases Büro einzudringen. Jetzt? Feindliche Einheit. Finde ich gut, dass wir jetzt feststecken. Ich brauche Verbandzeug. Hier ist ein Verletzter. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Ja, wenn die mich jetzt, wenn die mich jetzt echt verlieren, dann war das 500er IQ. Nein! Nicht. Wir haben ihn verloren. Die haben mich verloren! Dieser Sektor ist er muss noch in der Nähe der Patrouille voll. Nein! No fucking way! Nicht. Wir haben ihn verloren. Das ist nicht deren Ernst. Nein! 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 Ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Nein! Wenn ich jetzt auf den Boden klatsche, bin ich tot, ne? Ja. Ist. So nicht anders. Alle Lichter sind aus. Also, zumindest die Lichter, die jetzt ausgingen. Das nehmen wir mit. Den schmeißen wir nach hinten. Und im schlimmsten Fall, wenn die jetzt wieder alle kommen, aus dem Nichts. Ja, die kommen. Die kommen. Oh, verdammt. Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolases Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Gringo! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolases Büro einzudringen. Bleiben jetzt einfach mal hier hinten, schauen, was wir hier machen können. Bin ja quasi ein Schatten für die. Fischer, wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolases Computer. Das Zeug geht direkt an den Präsidenten. Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen. Der Hammer! Ich stehe in der Ecke! Oh, wo ist der Handy, aber? Wo ist denn hier einer? Was ist unsere Mission? Die Beweise gegen Gringo befinden sich auf seinem Computer. Ah, er muss weiter am Computer, oder was? Ah, er muss weiter nochmal erneut drauf zugreifen. Das war's.
Gott sei Dank. Was geht da vor sich? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nikolaze schlachtet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Wikes und lass dich da rausholen. Wo muss ich jetzt hin? Ein neues Ziel. Ja, was würde ich ja gerne wissen, wo dieses neue Ziel ist. Bewegen Sie sich zur Abholung. Aber wo ist sie denn? Die Beweise gingen bla 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 an seinen Computer. Ziele hier. Treffen Sie sich mit der Tiefgarage. You Ernst? Tiefgarage? Ich wieder raus? Ich weiß das Passwort nicht. Ich kann ihn natürlich jetzt erschießen. Vielleicht war das nur ein Schatten. Perfekt! Perfekt! MathKit, her damit! Das ist mal gar nichts. Nikolazes Büro ist sauber! Bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway! Fuck! Nach Meldung! Warum wurde der Eindringling nicht gefasst? Haben wir Männer bei der hinteren Treppe? Ein wird angegriffen. Runter, runter, runter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, ich küsse dein Herz. Oh, ich küsse dein Herz. Boah! Salam alaikum, Habibi. Was um Himmels Willen hast du da gefunden, Mann? Lambert flippt völlig aus. Was sagt er denn? Dass wir in den Krieg ziehen. Ja, Mann. Mission erfüllt. Puh, das war doch mal was, so. Entbehrlich, deine Mama ist entbehrlich. Es war ein sauberer Schachzug, würde ich jetzt behaupten. Waren zwar ein paar Fehler mit dabei, aber gehört mit dazu. Na? Aserbaidschan, hier waren wir. Okay, 2004, 0:51. Ich denke mal, Katzin. Georgische Spezialeinheiten haben Orte in ganz Aserbaidschan eingenommen. Kombine Nikolaze ist es anscheinend gelungen, unbemerkt von der Weltöffentlichkeit große Truppenbewegungen durchzuführen. Dass dies weder den Hightech-Nationen noch den angrenzenden Ländern auffiel? Genaue Anzahl der Toten auf Seiten Aserbaidschans bleibt unklar. Erste Schätzungen liegen hoch. Die freiheitsliebenden Völker der Welt können einen solchen Akt der Barbarei und Unmenschlichkeit nicht akzeptieren. Am dritten Tag der Kämpfe nahmen NATO-Truppen unter Führung der USA 3 weitere Dörfer, die sich unter der Kontrolle georgischer Spezialeinheiten befanden. Die Verbände stießen nur auf leichten Widerstand. Den Truppen fällt es schwer, den Feind aufzuspüren, da die Aufklärung wiederholt... Kombine Nikolaze ist mit seinen Militärberatern untergetaucht. Gerüchten zufolge versucht er so, einem möglichen Kriegsverbrecherprozess zu entgehen. In einer 2-minütigen Internetübertragung nannte Kombine Nikolaze die Amerikaner und ihre Verbündeten einen Haufen von Vogelscheuchen. Diese seien nicht in der Lage, ihre eigenen Heimatländer zu schützen. Experten befürchten, dass diese Drohungen bald Gestalt annehmen könnten. Würde ich sagen, sind wir sehr gut weit gekommen, wa? Würde ich sagen, sind wir sehr weit gekommen. Beschaffen Sie georgische Kommunikationsdaten.
Aber das, meine lieben Freunde, das machen wir im nächsten Part. Wenn es wieder heißt Tom Clancy's Splinter Cell. Bis dahin, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Und reingehauen, auf Wiederschauen. Bye, bye!